Erkennt ihr die folgende Position? Ist es A ein Shuffle Step, B ein Cross Block, C ein L Step oder D ein Drop Step? Falls ihr es nicht erkannt habt, keine Sorge, das und vieles mehr lernen wir jetzt in diesem Video. Okay, Leute, heute schauen wir uns die Fußarbeit an. Was ist Fußarbeit im Kampfsport? Ist im Endeffekt, ihr wollt in der Lage sein, euch möglichst frei im Ring zu bewegen, ohne dabei aus der Balance zu kommen. Da gibt es jetzt verschiedene Techniken, die wir dafür benutzen können. Und was müssen wir dafür verstehen? Erstmal, was ist die Balance eigentlich? Balance beschreibt im Endeffekt einen Zustand, in dem euer Körperschwerpunkt über euren Stützen ist. Stützen bzw. Base sind die Punkte eines Objekts, die den Boden berühren und dabei Last tragen. Für unseren Körper sind das dann meistens die Füße, es können aber auch beim Grappling zum Beispiel die Hände, Knie, Ellenbogen oder auch der Kopf sein. Schwerpunkt ist der Punkt eines Objektes, an dem sich das meiste Gewicht sammelt. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ihr jetzt ein Objekt auf eurem Finger balancieren wollt oder auch von einer Schnur hängt, dann ist es der Punkt, an dem das weder nach links oder nach rechts umkippt, also in dem es in der Balance ist. Das heißt, meine beiden Beine sind in diesem Szenario die Stützen und mein Schwerpunkt habe ich ungefähr 50-50 verteilt in der Mitte zwischen den beiden Beinen. Wenn ich jetzt meinen Schwerpunkt hier rüber bewege, jetzt bin ich hauptsächlich auf dem vorderen Bein, auf dieser Stütze. Wenn ich den Schwerpunkt noch weiter rüber bewege und er außerhalb meiner Stütze ist, seht ihr hier, gehen wir zurück, dann falle ich um. Und deswegen ist es wichtig, dass ich im Kampfsport immer die Füße vorbewege und danach mein Schwerpunkt sich dahinter bewegt. In einer optimalen Welt würde ich jetzt eigentlich wollen, dass meine Füße fast wie, sag ich mal, eine Schachfigur sind. Also, dass ich mich immer so bewegen könnte. Weil dann wäre ich immer in der stabilen Base, immer in der Position, wo ich bereit bin zu feuern und meine Angriffe sowie meine Verteidigung stabil durchzuführen. Da wir nicht schweben können, ist das nächstbeste, viele kleine Schritte zu machen, die unsere Base immer wieder unserem Schwerpunkt anpassen. Diese Art von Footwork nennt man Dashing oder Bouncing Footwork und zum Beispiel der Pendulum Step ist auch ähnlich, wo man sein Gewicht immer rhythmisch leicht springend vor und zurück verlagert. Da gibt es auch noch den Skip oder Hop, was eigentlich einfach ein kleiner Sprung vor allem auf einem Bein ist und den benutzt man hauptsächlich, wenn man gerade einen Angriff, zum Beispiel ein Knie oder Kick schlägt und auf dem anderen Bein dann einen kleinen Sprung nach vorne macht, um in der richtigen Reichweite zu sein. Das ist auch ganz wichtig für zum Beispiel Grappling-Sachen, wenn ihr versucht, den Gegner in einen Takedown zu landen oder zu sweepen. Das heißt, ich habe jetzt mal zum Beispiel ihn hier. Jeder Sweep ist im Endeffekt, dass ich entweder seinen Körperschwerpunkt über seine Base hinaus bewege oder vielleicht auch seine Base wegbewege. Eins von beidem bewege ich. Das Endergebnis ist dasselbe, dass der Schwerpunkt außerhalb der Basis ist und dann fällt er zu Boden. Ein Objekt ist in diesem Kontext eigentlich alles, was fest genug miteinander verbunden ist, dass es nicht auseinanderfällt. Das heißt, wenn ihr euch gut genug am Gegner festhaltet, zählt ihr mit eurem Gewicht zu seinem Schwerpunkt dazu. Das heißt, ihr könnt auch dadurch den Schwerpunkt manipulieren. Wenn ich ihn jetzt nicht hier unten festhalte zum Beispiel, dann wird er sein Bein, versuch mal nicht umzufallen, die versucht dich umzuwerfen. Genau, ihr seht, er bewegt das Bein hinterher und verschiebt immer seine Basis, sodass sie weiterhin seinen Schwerpunkt unterstützt. Jetzt kann ich also den trappen und hier zum Beispiel, jetzt hindere ich ihn daran, dann geht er runter. Das ist dasselbe Prinzip, was bei jedem Takedown wahr ist und auch bei jedem Sweep im Jiu-Jitsu zum Beispiel. Das ist immer dieses Prinzip. Wo gehst du hin? Mein Assistent ist leider weg, aber wir schauen uns jetzt trotzdem. Komm du. Nee, wir haben einen neuen Assistenten gefunden. Ich stehe jetzt hier und zum Beispiel will ich mich auf ihn zubewegen und das kann ich zum Beispiel gut machen mit dem Shuffle Step. Das heißt, mein vorderes Bein bewegt sich zuerst, wenn ich nach vorne gehen will und mein hinteres Bein bewegt sich zuerst, wenn ich nach hinten gehen will. Also immer das Bein, das am näher in der Richtung ist, in die ihr gehen wollt, geht zuerst. Also diesen nennt man den Shuffle Step. Im Alltag normalerweise gehe ich so, oder wie gehst du im Alltag? Auch so, genau. Hey everybody, it's me. Und das nennt man einen Cross-Step, weil sich dabei die Füße überkreuzen. Also in diesem Moment ist meine Base sehr schmal und dadurch, genau, wenn ich jetzt nicht nachziehe, dann werde ich ein Problem haben. Das heißt nicht, dass der Cross-Step nicht nützlich sein kann. Manchmal könnt ihr einfach auf jemanden zulaufen und ihn schlagen und das kommt sehr unerwartet. Passt halt auf, dass ihr eure Beine platziert habt, wenn ihr den Schlag bringt. Vor allem beim Kickboxen ist das problematisch, wenn ein Cross-Step mal auf mich zu. Er Cross-Steppt hier rein und ich, zack, hau ihm auf die Beine drauf in dem Moment. Und dadurch verliert er die Balance. Okay, Assistent ist wieder zurück.
Für genau den Shuffle Step haben wir gezeigt. Der ist sehr gut, wenn ich mich in die Richtung meines vorderen Fußes bewegen will. Weil das ist sowieso in der Richtung, da kann ich gut Momentum nach vorne aufbauen. Wenn ich also einen Jab machen will, dann ist es sehr einfach mit dem Shuffle Step. Kann ich hier zack, zack, zack den Shuffle Step machen und mich dadurch bewegen. Wenn ich jetzt in die andere Richtung gehen will, dann ist das relativ schwierig mit dem Shuffle Step zu machen, weil ich dafür irgendwo meinen Rücken fast schon zu ihm drehen muss. Und es geht auch, man kann hier auch einen Rhythmus finden, es ist aber schwieriger als mit dem Jab zu steppen in diese Richtung. Das heißt, dafür ist jetzt sehr nützlich zum Beispiel ein L-Step. Diesen kann ich machen, indem ich kurz mit beiden Beinen in der Luft bin. Manche Leute sagen, ein Bein bleibt immer am Boden. Meiner Meinung nach, es kommt darauf an, wo ihr steht. Wenn ihr sehr nah am Gegner dran steht, dann ist es besser, es so zu machen. Also mit immer einem Bein am Boden. Wenn ihr weit genug wegsteht, dann könnt ihr es auch so machen. Aber genau, ihr seid dabei ein bisschen mobiler, dafür ein bisschen weniger Verteidigung. Also L-Step so. Ich bewege meine Füße auf einer L-förmigen Linie. Also hier ist dieses, ist das L. Und danach resette ich es wieder, sodass ich wieder in meiner Kampfhaltung zum Gegner stehe. Als nächstes haben wir den Boxergalopp. Das ist im Prinzip so eine Art Shuffle-Step, aber ich habe beide Beine kurzzeitig in der Luft. Ist auch wieder der Vorteil, dasselbe wie ich beim L-Step gesagt habe. Ihr seid etwas mobiler, wenn ihr so auf den Gegner zuhoppt oder weghoppt, aber ihr habt dadurch auch weniger Verteidigung. Das heißt, das kann man machen, um am Gegner dran zu bleiben, aber sobald ihr in Range seid und einen Konter erwartet, wollt ihr stabil mit beiden Beinen am Boden stehen, dass man sich verteidigen kann. Dann haben wir den Drop-Step als nächstes. Das ist eine Technik, die ist sehr nützlich, um Momentum zu erzeugen. Und ihr nutzt im Prinzip die Schwerkraft, um euren Körperschwerpunkt fallen zu lassen und euch dann wieder mit dem Fuß zu fangen. Und dadurch generiert ihr automatisch, wie wenn man einen Ball fallen lässt, dann wird er ja immer schneller erstmal. Dadurch kann ich jetzt dieses Momentum nutzen, um zum Beispiel hier in den Jab reinzugehen. Hier seht ihr auch einen Clip von Loma, der den Drop-Step mit dem hinteren Bein macht, um auch auszuweichen und einen Winkel aufzubauen. Oder wie ich auch, den Drop-Step, also da gibt es verschiedene Leute, haben da verschiedene Namen für. Für mich ist es auch ein Drop-Step, ist diese Bewegung. Zack, wo ich mich hier, wie das ein seitlicher Drop-Step, zur Seite fallen lasse. Mein Schwerpunkt ist auf diesem Bein jetzt ein bisschen mehr und dadurch kann ich sehr schnell mich nach unten bewegen. Gerade für größere Leute, ich nutze das zum Ausweichen. Wenn jetzt hier ein Schlag kommt, kann ich mich unter dem Schlag rausducken und wegzirkeln. Das kann man in beide Richtungen machen, zack, zack. Und das ist sehr nützlich, einfach um Agilität aufzubauen und wenn ihr größer seid, euch schnell nach unten zu bewegen. Jetzt gibt es eine Übung dafür, da kann ich das in beide Richtungen machen. Also erstmal, ich fange hier an, stehe mittig, Beine unten ungefähr schulterbreit. Dann mache ich den Ausfallschritt auf diese Seite. Jetzt komme ich zurück, zack, mache ihn in die andere Richtung. Wenn ihr euch damit gut fühlt, dann gibt es Level 2. Das ist jetzt auch derselbe Ausfallschritt, zack, aber danach noch mit einem Pivot dahinter. Also zack, Pivot. Dann mache ich wieder dasselbe weiter in die andere Richtung, zack, Pivot hier entlang raus. Zack, 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 zack. Und das ist wirklich eine sehr nützliche Übung, um Fußarbeit aufzubauen und auch um athletische Bewegungen aufzubauen. Also, dass ihr euch seitlich, zack, links, rechts bewegen könnt, schneller, zack, einfach Agilität, dass man schnell unterwegs ist. Man kann da jetzt auch wieder ein Bein am Boden lassen, ist wieder dasselbe, etwas weniger Mobilität, dafür mehr Stabilität. Da auch eng, den Schützen weiterhin. Und jetzt mache ich den Pivot dazu. Also, zack, zack. Was auch cool ist, man kann das Ganze kombinieren noch mit einem Schlag zum Beispiel, dass ich hier schlage, mich fallen lasse und rausrotiere. Wieder hier und schlag, rausrotieren. Hier seht ihr das Ganze mal in Action, wie ich das wirklich nutze, um mich unter dem gegnerischen Konter durchfallen zu lassen. Hier nochmal nach dem Auslagenwechsel mit einer Step Through Left Hand, diesmal zur anderen Seite. Hier committet der Gegner nicht, deswegen committe ich auch nicht. Die Hände könnt ihr dabei auch nutzen, vor allem mein Crossblock oder wie hier ein Parry bietet sich an. Danach mache ich hier jetzt eine Diving Left Hand, da ist der Schlag nicht vor dem Drop Step, sondern gleichzeitig. Ich habe das Footwork vor allem von Dominic Cruz mir abgeschaut, der das sehr erfolgreich in der UFC verwendet. Allerdings müsst ihr aufpassen, denn vor allem wenn Kicks erlaubt sind, dann habt ihr auf jeden Fall das Risiko, dass ihr euch in einen Kick reinslippt. Das ist mir selber schon passiert und ist ja auch vor kurzem jetzt Dominic Cruz passiert, also seid vorsichtig. Im Boxen allerdings, wenn ihr zur Outside kommt, dann seid ihr eigentlich ziemlich sicher dabei. Hier seht ihr die Boxlegende Willie Pep und der war auch ein großer Einfluss von Dominic Cruz und das ist so der erste mir bekannte Boxer, der diese Art von Footwork benutzt hat. Dann habe ich jetzt gerade schon kurz angesprochen, der Pivot, was auch Teil von der Übung eben war. Ein Pivot ist im Prinzip eine Drehung auf meinem vorderen Fuß. Ich kann es auch auf dem hinteren machen, aber auf dem Fußballen ist, was ich meine. Diese Geschichte hier, zack, zack. Zack.
Der Pivot ist sehr nützlich, weil er gibt euch die Möglichkeit, im Boxen sehr schnell euren Winkel zu ändern, ohne dabei eure Base zu komprimieren. Wenn ich jetzt im Alltag zum Beispiel um die Ecke gehe und ich gehe hier, dann merkt ihr, da bin ich sehr instabil. Und deswegen benutzen wir den Pivot. Was dabei auch wichtig ist, ist, dass ihr darauf achtet, eure Füße wieder, eure Basis dreht sich zuerst. Also nicht der Oberkörper dreht und danach das Bein hinterher, sondern meine Füße gehen vor, zack. Dann kommt die Hüfte, dann kommt der Oberkörper. Und dadurch seid ihr immer stabil dabei. Dann gibt es auch noch den Rebound-Step. Das haben wir uns in einem der letzten Videos schon mal angeschaut. Das heißt im Endeffekt nur, dass ich mich von meinem hinteren Bein stark abstoße, um wieder Energie nach vorne aufzubauen. Das könnt ihr dann nutzen, um den Gegner ein bisschen in euren Schlag reinzuziehen. Also das Momentum des Gegners für euch zu nutzen. Jetzt schauen wir uns noch ein bisschen Strength und Conditioning an. Für die Fußarbeit sind zwei Muskelgruppen sehr wichtig. Einmal sind das eure Waden, also dass ihr hier in den Füßen in dieser Position stabil werdet. Also mit der Ferse in einer 45-Grad-Stellung in der Luft ungefähr. Weil das ist für fast jede athletische Bewegung, wo ihr Kraft vom Boden aufbauen wollt, ist das Wichtige. Also wenn ich zum Beispiel was werfen will, wenn ich zum Beispiel sprinte, seht ihr, haben extra diesen Sprintblock da hinten drin. Wenn ihr euch mal Tiere anschaut, die viel Explosivität aufbauen, schnell sprinten, die haben die Beine oft so gebaut, dass die Ferse immer in der Luft ist und sie eigentlich nur auf den Zehenspitzen gehen. Und diese Verbindung zum Boden und eure Fähigkeit, Kraft damit herzustellen mit euren Waden, ist sehr essentiell für diese athletischen Bewegungen. Das heißt, da gibt es zum Beispiel Übungen für, ihr könnt einfach mit Gewichten die Waden so trainieren. Ihr könnt Seilspringen zum Beispiel, ist gut dafür. Joggen oder besonders Hill Sprints sind auch eine sehr gute Übung, also den Berg hoch. Ihr könnt aber auch zum Beispiel was sehr Gutes ist, Schlitten drücken. Wenn ihr ein Auto habt, dann könnt ihr das drücken und dadurch eure Waden trainieren. Die zweite Sache, die wichtig zu trainieren ist, ist die seitliche Hüftmuskulatur. Also dass man auch die seitliche Bewegungs-Plane of Motion, heißt auf Englisch, mir fällt jetzt kein deutsches Wort dafür ein, aber dass man auch das trainiert, weil dann seid ihr in der Lage, nach links und rechts explosiv Kraft aufzubauen. Und das fehlt vielen Leuten, weil wir im Alltag in der Regel nur nach vorne und hinten gehen. Das heißt, Übungen dafür sind einfach Lateral Leg Raises, dass ihr das Bein hochhebt und hier die Hüfte trainiert. Und was auch sehr gut ist, eine Plyometric Übung, das Skater Hops. Die Kamera ist dann ausgegangen, aber hier nochmal mit dem Handy gefilmt. Das sind die Skater Hops auf jeden Fall. Dann würde ich euch noch empfehlen, euren Tibialis Anterior zu stärken. Das ist der Muskel, der über euer Schienbein läuft und der schützt eure Knie und hilft euch beim Abbremsen. Nächstes Mal werden wir uns auch noch anschauen, wie man die Auslage wechselt. Also da gibt es auch noch viele Fußarbeittechniken. Abonniert auf jeden Fall, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und als letztes haben wir jetzt noch ein kleines Quiz. Ihr könnt ja mal schauen, ob ihr die Positionen erkennt. Sehr interessieren, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ich habe jetzt übrigens auch ein Instagram gemacht und schaut gerne mal vorbei, da poste ich so tägliches Training und auch ein paar Tipps. Hier geht's weiter zu noch mehr YouTube-Videos, wenn ihr noch was lernen wollt oder ein bisschen Unterhaltung. Und ansonsten bleibt gesund, Leute, und bis zum nächsten Mal.